Oh, und da sind wir auch wieder. So. Langsam kommt die Sonne ins Garten, es wird heller. Man sieht die Sonne natürlich nicht, weil draußen ist immer noch alles grau in grau, aber das Grau wird heller. Ich sag es mal so. Davor, wo die Kante richtig durchging, sah es sogar noch besser aus. Werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen Hand anlegen. So. Ich wüsste gerne, wie lange dieser Durchbruch hier eigentlich noch geht. Wir müssen doch hier bald mal am anderen Ende rauskommen, oder? So lang war das doch gar nicht. Scheiße. Klappe. Aber die Kuh bedeutet, dass wir immer noch oder wieder nah an der Oberfläche sind. Wir könnten uns tatsächlich schon wieder auf einem anderen, auf dem Abgang des Bergs befinden. Ich verstehe auch nicht, warum man hier für die Kohle länger braucht als fürs andere Gestein, obwohl ja eigentlich Kohle ein weiches Material ist. Heißt also, Gestein, das mit Kohle versetzt ist, kann man in der Realität jetzt besser oder einfacher abbauen als Gestein, das jetzt nicht mit Kohle versetzt ist. So, hier kann man wieder eine schöne Fackel hinsetzen. Kommt die wieder ab. Von daher finde ich es immer ein bisschen witzig. Wenn das hier dann das Gestein mit Kohle länger braucht zum Abbauen als das ohne. So, ist hier irgendwo safe oder auch hier kann man hinsetzen. Sehr schön. Gott, geht ja echt noch ein ganzes Stück hier. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass hier jetzt noch so lange geht. Oh, ja, ich glaube ich. Jawoll. Da ist doch wieder Sand, ist das doch. Sehr schön. Gut. Dann sind wir also nah am Ende. Das geht doch tatsächlich. So. Gar zu viel von diesem komischen blauen Zeug. Ob das wohl Granit darstellen soll? Ja. Also das große Granit, das hier ist Andesite. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Werde mich wohl wieder bei Wikipedia schlau lesen müssen. Ah, ich bin zack, ist auch schon nahezu am Ende. Nein! Die Spitzhacke! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Warum müssen Spitzhacken ausgehen? Wo ist ihre Haltbarkeit? Es ist vorbei. Mit meinem Gesang. Gesangskunst. Whatever. Lauf, 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 lauf. Schneller, schneller. So. Eisen. Wir brauchen, glaube ich, noch eine einzige Spitzhacke, oder? Also jetzt eine schnelle. Dementsprechend baue ich mal zwei Stück, dann habe ich eine nochmal für den Tunnel Ende bauen und eine nochmal so für spätere Sachen. Haben wir noch 11 Eisen. Ah, das gefällt mir nicht so sehr. Oh gut,
Ah, stimmt, wir haben bereits Eisenrüstung. Na gut, dann haben wir ja zumindest einen kleinen Vorrat. So, erstmal hier ausmisten gleich mal. Kann man ja machen. So. Okay. Hier ist Redstone Chest ohne Redstone verbinden. Ja, Redstone, wie gesagt, habe ich da selber noch kaum was gemacht. Also was Redstone angeht, bin ich quasi nicht mal ein Frischling, sondern ich habe schon ab und zu ein bisschen was mit Redstone probiert und auch viele Let's Plays gesehen, wo Redstone benutzt wurde. Zum Beispiel das von Gronkh, das Minecraft Let's Play. Aber ansonsten habe ich persönlich halt mit Redstone also gar nichts am Hut. Das Einzige, wo ich praktisch Redstone benutze, ist, wenn ich so eine Türen baue mit so einem Klappen davor, ist ja quasi Redstone. Nur halt ohne Redstone-Leitung. Ist halt das Einzige, womit ich praktisch mit Redstone überhaupt irgendwie in Berührung komme. Ah, wir kommen langsam zum Ende des Tunnels, das ist sehr schön. So, jetzt mal die Frage, ob die Schippe das hier noch durchhält. Ich glaube eher nicht. Ah, war klar. Nö, die werden nur oft in Fallen platziert. Oh, okay. Ah, geht doch. Ja, perfekt. Ja, genau die Höhe, wo ich rauskommen wollte. Können wir da quasi dann direkt aufs Ufer rauflaufen. Das funktioniert sogar relativ gut. So, hier müssen wir natürlich wieder ganz lang wegmachen, ganz klar. Da oben ist schon wieder so ein Baum. So. Okay. So. Gut. Oh, er ist ja hier bei mir. Ha. So. Ich würde mal sagen, wir haben Cobblestone, ne? Ja, haben wir. Dann würde ich mal sagen, wir ziehen erstmal hier wieder eine Decke rein. Was? Hä? Was läuft jetzt gerade schief? Oh! Hä? Ich dachte, ich wäre höher, also tiefer, also höher, also.
Tiefer, tiefer. Nein, was macht er denn da? Er hat. Er hat jetzt gerade abgebaut? Ach, Junge. Das soll hier so eine schöne Kante bleiben. Was macht er denn? Ah. Jetzt hier nicht zu viel abbauen, okay? Ah, genau, die Bomben kannst du abbauen. Der stört tatsächlich. So, dann haben wir hier ein bisschen Zeugs gedünst. Nein. So. Gut. Geht das gar nicht? Oh, falsche Taste. Fuck, mein Diorite. Oh, 2,6 haben wir ja noch. So. So, der ganze Satz muss auch noch weg. Na, wieso wollen Sie die äußerste Schicht? Könnte eigentlich sogar hier bleiben. Ja, komm, die äußerste Schicht lasse ich nochmal hier. Dann wird das ein waldiger Abgang. So, na komm. Ein bisschen Kohle. Kann nie schaden. Danke. So, und jetzt bauen wir hier schön unseren Ausgang. Auch wenn der jetzt fast komplett aus Andesite besteht. Ich denke mal, so schlecht sieht das gar nicht aus. Doch, kann man so lassen. So, ich würde gerne das hier nochmal wegnehmen. Okay, okay. Sind wir soweit durch. So, wie hoch kommen wir jetzt hier raus? Wir, da hinten ist 1, 2, 3, 4. Wir haben hier. Okay, wir finden wesentlich mehr. 1, 2, 3, 4. Wir müssen also um 2 runter. Ne, um 3 müssen wir runter. 1, 2, 3, 4. Genau, heißt also, wir müssen noch 3 runter. Halleluja. Gleise habe ich jetzt nicht dabei, sonst müssen wir uns das gleich mal markieren. Aber was wir machen könnten, ist, wir nehmen jetzt unser Holz. Und jetzt wird gezimmert. Dann muss ich nochmal überlegen. Also, ach, Alter. Kommt überhaupt auch so raus, ne? 1, 2, 3, 4. Genau, das heißt, wir kommen also. 1, 2, 3, 4. Auf der Höhe kommen wir dagegen. Wir müssen also hier auf der Höhe unser Ding bauen. Ja, nein, Dicke weg. Danke, du kannst auch weg. Der Baum wird ein bisschen beschnitten. So, ich glaube mal als allererstes. Und ja, da werde ich jetzt ein bisschen cheaten. Ich hoffe, man verzeiht es mir, aber es geht halt einfach schneller. Jetzt muss ich kurz überlegen. Der Hacker hält sich schon raus.
So. Wir haben hier jetzt unser Dingsterbumster. Jetzt muss ich hier genau in 270 Grad. 270 Grad, wo ist denn das da? 270 Grad. So. Dann runter unter die Meeresfläche. Und jetzt so praktisch nach vorne. Sind wir jetzt schon auf dem anderen Ufer? Ja, doch sind wir. So, das heißt jetzt nochmal runter. So, hier setzen wir jetzt unsere Position 1. Wobei das ein Schwachsinn ist, muss man noch weitergehen. Egal. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Hä? Ist das hier vollkommen falsch? Ich verstehe das gerade nicht. Ich glaube, ich mache hier gerade irgendwas falsch. Kann das sein? So, den Dingen müssen wir weiter folgen. Jetzt ist ja schon wieder ein Strand vorbei. Verstehe das nicht. So, machen wir einfach mal bis hier. Dann sind wir genau bei der Kante. Ich habe keine Ahnung, ob das alles richtig ist, was ich hier gerade mache. Ja. So, jetzt müsste eigentlich das 3 breit sein, ne? Ja, okay, das hat schon mal funktioniert. Sehr schön. Okay. Achso, hier ist ja gerade noch ein Speed-Modus drin. So, jetzt mal wieder die ganzen Sheets hier deaktivieren. Okay. Hat soweit hoffentlich funktioniert. Und jetzt können wir in aller Ruhe unsere Brücke bauen. So, den ihn fügen wir mal hinzu. Perfekt, jetzt kann er mir helfen. Und zwar machen wir da jetzt so eine ganz witzige Art, das hab ich früher immer gerne gemacht. So, so, und jetzt praktisch damit Stein so lang gehen. Ja. Tada! Schon sieht das Ganze doch wesentlich geil aus. Ja, wir sollten am besten auf die Brücke raufgehen. Das macht sich dann einfacher.
So, so, bam, bam. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nein! So. Die spannendste Arbeit der gesamten Welt. Ich bin stolz auf mir. Wie lange haben wir noch? Oh, noch erste Stücke. Aber wir kommen genau über diese Sandinsel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Genauso wollte ich es nämlich auch. Dann passt das ja so von der Positionierung der Brücke echt perfekt. Das ist geil. Das ist schön. Na doch. Unser Plan geht also quasi auf. So. Langsam geben wir die Holze aus. Eigentlich haben wir noch eine ganze Menge. Geh mal kurz nach hier hinten nochmal. So. Dann zaubern wir jetzt mal noch ein bisschen Holz. Was ist das hier eigentlich? Ach so, ich habe ihn noch. Nice. Moment, vielleicht arbeite ich mit Oakwood? Wieso arbeite ich mit Oakwood? Oh, tatsächlich. Ach ja, klar, stimmt, hier sind ja normale Bäume. Sorry. Ich war gerade irgendwie dabei, dass hier genauso wie da hinten. Von hinten sind überall Dschungelbäume. Deswegen bin ich mittlerweile so in meinem Gedächtnis immer auf Dschungelbäume fixiert, aber eben. Hier haben wir ja normale Bäume. Das ist nice. Das heißt, wir müssen darauf aufpassen, dass die Brücke von hier bis nach hinten ist natürlich hier Oakwood, klar. Dass wir dann aber die Brücke, die dann von der Insel wieder zu dem anderen Festland gehen, also zu der Hauptinsel quasi, dass das denn mit komplett aus Dschungel wird, gebaut wird. Also sowohl die Brücke als auch die Pfeiler unten, also die Querstreben hier, die die Pfeiler tragen, wo die Pfeiler drauf aufliegen, die auf den Pfeilern drauf aufliegen, goddammit, als auch die ganzen Zäune, die dann hier noch hinter später hinkommen. Das wird hier alles aus Oakwood gemacht, also aus normalen, ja, Bäumen halt, also aus den Bäumen. Und bei der hinteren Brücke wird dann halt alles aus Dschungelwood gemacht. Dann passt das auch farblich immer zusammen. Ich will einer zu lang sein. So, einmal 64, nochmal 64, das geht. Ups. Jetzt wollen wir das Ding beide ab. Alter. Was machen wir hier? Ja, ja, Arbeitskoordinierung ist schon ein heikles Thema. Egal. Okay. Nein! Ja, darauf muss man immer achten. So, habe ich es dann? Ah komm, ich will mal lieber schnell zurück. Am besten kann ich von hier unten aus schon mal die ganzen Pfeiler bauen. Habe ich Stein dabei? Nee, habe ich nicht. Also zumindest nicht genug. Gut, gucken wir mal kurz, in welchen Abständen wie die Säulen machen. Ich mache da immer gerne so 10er Abstände oder sowas. Das wirkt ja nicht zu eng beieinander, wird aber auch nicht zu groß.
Das geht dann immer. Gucke ich mal ganz kurz an, was für eine Zahl wir das hier orientiert haben. So, das ist bei 836. Das heißt also, das nächste kommt dann. Wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz zurück. Hol mir mal mein Boot, dann können wir die ganzen Dinge aus dem Boot herausbauen. Das geht dann besser. So muss ich nicht immer auf dem Wasser schwimmen, sondern kann praktisch direkt einfach vom Boot ausbauen. Warum ist hier ein Pferd? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein echtes Pferd auf dem Flur. Da steht das Pferd auf dem Flur. Oh, schaut mich an. Dam, 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 dam. Einmal Rinder. Genau, Stein brauchen wir auch. Wow, zum ersten Mal brauchen wir Steine. Das ist ja was ganz Neues. Bitte. Brauchen wir Sand? Eigentlich nicht, ne? Egal, wir nehmen es einfach mal trotzdem mit. Gut, dann, ja. Mit die Boot bewaffnet. Achso, haben wir. Doch, genau, Steine habe ich gerade mitgenommen. Sehr schön. Dann können wir hier schon mal weitermachen mit den Pfosten. Mit den Vollpfosten. Kommt der jetzt auch an? Ja, der ist auch runtergefallen. Lol. Naja, auf Brücken bauen ist eine schwierige Angelegenheit. Deswegen im Echten, Leute, ihr müsst unbedingt mal Videos gucken. Freileitungen, wenn die gewartet werden, ne? Digga, das ist sowas von fucking awesome. Oh, jetzt macht er dir bereits. Ich wollte das gerade machen. Der ist immer so schnell. So, wir haben hier 137, da kommen 36. Gut, das heißt also bei 127 kommt denn der nächste. Alter, auf dem Schiff zu ist ja ganz schön hier. Pi mal X mal Daumen. Leider. Da kann man das natürlich auch bezeichnen. Aha, ja, den hatte ich zum Beispiel schon mal nicht ganz sachgerecht montiert. So, dann einmal dran vorbei. Das nächste wäre dann 107. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Halt, ich bin so schnell. Genau. So, dann. So, der nächste wäre dann bei 87. Genau, so. Ja klar, der passt natürlich wieder nicht, klar. Aber immerhin hat schon einer gepasst, also kann man schon so als Erfolg ansehen.
So. Nicht so schnell, wo bin ich jetzt? Gott ist das schwer. Nee, ich bin schon so weit. So, hier. Wisst ihr was? So, das Rest kann ich direkt vom Boot aus nämlich machen. Fuck, fuck, fuck. What the fuck, 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 fuck. Ich ertrinke. Das passt. Ja, da sieht das alles soweit gut aus. Komm mir gerade vor wie so ein Vermessungstechniker. Perfekt. So. Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge machen wir den restlichen Bereich. Schau mit V.